Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr einmal alle wisst, ist mittlerweile das UL-Angeln oder das Gummiangeln sehr verbreitet momentan am Forellensee. Und es gibt ja auch viele verschiedene Köder, also etwas größere, bulligere Köder oder kleinere, schlanke, womit ich gerne ganz gerne fische oder halt auch nochmal für die passive Angelei. Also da gibt es ja viele verschiedene Farben und auch viele verschiedene Hersteller. Und ich will euch heute einmal so ein bisschen erklären, wo liegt überhaupt der Unterschied dran. Also die Köder sehen ja fast ähnlich aus. Vom Geruch her sind sie teilweise anders, von den Farben her sind sie anders. Aber wo liegt eigentlich wirklich der Unterschied an diesen Ködern? Und da ich mittlerweile selber Köder herstelle, kenne ich so ein bisschen den Unterschied. Und auftreibende Köder kann ich teils herstellen, will ich aber auch teilweise nicht, weil es ist sehr viel Arbeit und wo wirklich der Unterschied an diesen Ködern liegt, weil teilweise ist es ja auch verschiedenes Material. Und das will ich heute euch einmal erklären, wo der Unterschied dran liegt und was laut meiner Meinung nach die Einsatzmöglichkeit von diesen verschiedenen Ködern ist, weil ich bin der Meinung, den einen Köder kann man besser so einsetzen und den anderen Köder besser so einsetzen. Und das will ich euch heute einmal erklären und ich will euch einmal erzählen, woraus der Köder denn besteht. Und wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentiert und ein Like da lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Kommen wir einmal zu den auftreibenden Ködern oder die momentan die letzte Zeit so relativ bekannt geworden sind, sind zum Beispiel ja Libra Lure, also da gibt es ja hier die Lava und oder den Dying Worm. Und mittlerweile habe ich auch von einem russischen Hersteller, Sorex heißt der, gibt es auch so eine Art ja, Larve, ist es so wieder der Dying Worm, gibt es auch da welche Form oder halt auch hier nochmal so eine spitze Form, so eine Bienenmahn-Imitation. Und ja, diese Köder sind auftreibend, die kann man passiv fischen, das heißt, die haben den gleichen Effekt wie Powerbait, also sie ziehen das Vorfach hoch. Die anderen Köder dagegen, die sind selbst schwimmend, ja. Aber sie haben nicht so einen Auftrieb wie diese Köder und ziehen das Vorfach mit hoch. Darum muss zum Beispiel ja auch, müssen andere Angler, die nehmen dann eine kleine Styroporkugel oder zum Beispiel ein Marshmallow zum Auftrieb. Und diese Köder brauchen das nicht. Also Libra Lure ist halt momentan auch ein sehr einfacher Köder. Oder hier diese Sorex, ich habe die jetzt gerade in der fruchtigen Variante, sind momentan für die Angelei an den großen Gewässern, wo die Fische teilweise tief stehen, wo wir wirklich einfach stumpf mit Grund auftreibend angeln können, sind diese Köder momentan am besten. Woraus bestehen denn diese Köder? Die Köder sind vom Material her anders als die herkömmlichen Gummiköder. Also diese Köder bestehen aus sogenannten TPU-Kunststoff. Was ist TPU-Kunststoff? Also TPU steht für thermoplastische Polyurethane. Also das gehört zu der Kategorie der Kunststoffe. Es ist halt ein künstlicher, weicher Kunststoff. Und ich habe mir hier so ein kleines paar Notizen gemacht, weil alles kann ich mir natürlich nicht merken. Und ist es halt ein technischer Kunststoff und wird halt auch als Ersatz für Hartgummi genommen. Und sehr viel wird dieser Kunststoff auch im 3D-Druck genommen. Und da sieht man ja auch, gerade im 3D-Druck hat man ja etwas größere Formen. Und da sieht man wirklich die Bestandteile dieses Köders oder wie das Material arbeitet. Denn das Material hat die Angewohnheit, es ist keine richtige Verbindung, sondern wir haben einzelne Komponenten, das heißt einzelne Fäden und diese kleben aneinander. Und die haben nämlich die Eigenschaft, die sind reversibel, das heißt, die begeben sich immer in ihre Ursprungsform zurück. Und darum halten auch die Köder so lange. Das heißt, natürlich der Fisch, der, ihr seht ja auch gerade, ich manche da drauf rum, ziehe drauf rum, also die sind halt relativ elastisch, aber die gehen in ihre Ursprungsform zurück. Und das durch diese Eigenschaft halten diese Köder extrem. Das heißt, teilweise fangen wir mit einem Libra Lure oder mit einem Sorex Köder, können wir 20, 30, 40 Fische fangen. Ich habe mit dem einen gelben Libra Lure, habe ich glaube ich mindestens, glaube ich, jetzt 40 normale Portionsforellen gefangen und 12, 13 Lachse. Und das Ding hält immer noch. Sieht nicht mittlerweile so gut aus, man sieht die Schäden da dran, aber die halten.
Aber das Ganze hält natürlich nicht ewig an, sondern die Köder gehen nur bis zu einem bestimmten Grad oder wie oft sie benutzt werden zurück und danach beschädigen sich diese einzelnen Fasern. Und dann kann man, oder wenn man den Köder verliert, dann kann man einen neuen Köder nehmen. Aber wir haben das teilweise mit Frank am Anfang gesehen, viele Angler haben die Köder weggeschmissen, obwohl die funktionieren. Deswegen kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr einen Fisch fängt, holt diesen Köder raus. Teilweise habe ich auch sogar ein bisschen die Fische aufgeschnitten, weil ich von jeder Farbe meistens jetzt mittlerweile nur noch einen Köder habe. Und hol mir den Köder zurück und mach den dann wieder an der Angel ran. Und man kennt es ja auch aus dem Raubfischbereich, wenn man mit Köderfisch angelt. Da suchen gerade Matze Koch, der fischt da seinen Köderfischen hinterher, die wirklich ins Wasser geflogen sind. Weil teilweise sind da Hormone an den Ködern dran und das reizt die Fische nochmal zum Anbiss. Und von daher ist dieser Köder wirklich ein sehr, sehr günstiger und haltbarer Köder. Und es ist halt auch einfach zu fischen, wirklich. Man macht den einfach an Haken ran, das Ding treibt auf. Ich kann dann euch aber den Tipp geben, wenn ihr Vorfächer bis über 5 Meter habt oder über 4 Meter, nehmt da eine kleine Styroporkugel. Die haben nicht so einen extremen Auftrieb. Also ich glaube mal, dieser Dying Worm oder diese größere Larve, die haben dann wieder natürlich einen stärkeren Auftrieb. Aber das Vorfach hat natürlich ein Gewicht. Und von daher wirklich ab Vorfächern, ab 4-5 Meter haben wir das erlebt. Da haben die Angler das Ding rangemacht. Das Vorfach war dann nachher so schwer, ist runtergezogen und auf einmal hat er einen Friedfisch gefangen. Und er so, was ist hier denn los? Ja, so viel Auftrieb haben die nicht, dass die da wirklich teilweise so ein 5 Meter oder 6 Meter Vorfach hochziehen können. Aber momentan wirklich einfacher Köder, günstiger Köder. Man kann sich für 7 Euro eine Dose kaufen, da sind 10, 12 Köder drin. Und man kann die teilweise easy fischen. Also ich habe jetzt meine schon fast ein Jahr lang, die Dose, und hält immer noch. Und ich kann weiterhin mit den Dingern fischen. Von daher, gerade für die jetzige Angelei im Sommer, sind diese Köder wirklich super. Probiert jetzt mal die fruchtigen Dips aus, weil Käse funktioniert auch, ja. Aber momentan ist wirklich, die fruchtigen Sachen sind einfach besser. Ihr fragt euch vielleicht, wie werden diese Köder dann gemacht, also zum Beispiel Libra Lure oder diese Sorex Köder. Also der TPU-Kunststoff kann man sich vorstellen als kleines Granulat, das erhitzt wird und dann mit großen Spritzgussmaschinen, das heißt mit großen Industriemaschinen produziert wird und dann in eine Form reingespritzt wird. Und ich weiß nicht, wer aus Deutschland diese Köder produziert, weil natürlich wissen wir, eine große Spritzgussmaschine liegt im Bereich der 10.000 Euro und darum würde sich das für mich überhaupt nicht lohnen, so ein Ding anzuschaffen, weil ich würde niemals die Kosten dafür wieder reinkriegen. Ich müsste Millionen von Ködern verkaufen und mittlerweile ist ja auch der Markt einfach gedeckt durch Libra Lure, weil viele sich die Dosen geholt haben und da kann ich sagen, da hat die Firma Libra Lure ja einen kleinen Nachteil. Die haben wirklich einfach die Haltbarkeit ihrer Köder vernachlässigt. Und die Wiederverkaufsrate für die Händler ist dann relativ gering, weil man meistens 1-2 Dosen oder 3-4 Dosen verschiedene Farben holt und dann erstmal für ein Jahr ausgestattet ist und nicht nach, wie zum Beispiel Powerbait, nach, sagen wir mal, 2-3 Monaten wiederkommt und sich das neue Glas holen muss, sondern diese Köder sind halt über das Spritzgussverfahren, ist ein Kunststoffgranulat, und wird in der Industrie gefertigt. Von daher ist es, denke ich mal, in Deutschland werden die wenigsten das produzieren, sondern eher im Ausland. Einfach kostenmäßig lohnt sich das nicht in Deutschland, die zu produzieren. So, kommen wir mal zu den herkömmlichen Gummiködern, die wir ja zum Beispiel von der Firma Traut Jara kennt. Das sind halt meine eigenen Köder, die habe ich mittlerweile kann ich die selber machen. Das sind Replikate, ja, aber ich gieße die zu Hause selber. Und woraus bestehen diese Köder? Diese Köder bestehen aus Plastisol, das ist ein PVC oder ein Weichplastik. Und das kann man sich so vorstellen, die bestehen aus pulverförmigen thermoplastischen Pulver und Weichmacher. Das heißt, das ist ein Gemisch, die werden miteinander gemischt und dann bei ca. 170 bis 200 Grad erhitzt und dann in eine Form gepresst. Und dann entstehen diese Köder. Vorteil ist bei diesen Ködern, durch diese Verbindung zwischen dem Polymer und dem Weichmacher, wir haben eine direkte Verbindung, das heißt eine konstante Verbindung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel kleinere, feinere Nuancen habe, das füllt dieses Plastisol besser aus.
Dagegen dieser TPU-Kunststoff ist halt durch die einzelnen Fasern relativ starr und nicht so flexibel. Und von daher ist diese Angelei momentan, viele haben gesagt, ja, diese Angelei ist ausgestorben. Ich sage nein, definitiv nicht. Gerade im aktiven Bereich sind diese Köder immer noch besser. Weil wir kriegen, natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch diese Würmer von dem TPU-Kunststoff, aber nicht viele. Aber ich habe gemerkt, die sind einfach total starr. Und es gibt auch einige mittlerweile private Hersteller, die machen die Gummiköder selbst. Und da merkt man richtig, die sind halt echt nicht flexibel. Und hier seht ihr, das Ding bewegt sich ohne Ende. Ist natürlich auch der Nachteil dabei, je flexibler der Köder ist, desto eher geht er auch kaputt. Aber es reizt die Forelle. Teilweise wirklich, wenn wir so einen harten Köder haben, da guckt die Forelle den Köder an und denkt sich, nee, will ich nicht. Und Köder, der einfach teilweise auf der Stelle steht und ein bisschen spielt oder wo die Lamellen teilweise einfach wackeln, da greift die doch schon mal eher zu. Und ihr könnt euch vom Material her, also zum Beispiel normale Gummifische sind aus demselben Material, nur es gibt verschiedene Härtegrade und natürlich haben wir ein großes Hechtgummi, muss natürlich für die Attacken und Zähne der Hechte besser gewappnet sein als ein Gummiköder für den Forellenbereich. Mittlerweile benutzen auch viele die für den Barschbereich, weil gerade auf der Dropshot-Angelei, weil der Köder selbst ja so ein bisschen auftreibend ist, ist der auch relativ flexibel und reizt die Barsche dann auch immer sehr gerne zum Anbiss. Von daher bestehen diese Köder aus Plastisol, das heißt ein Weichplastik- oder PVC-Material und ist vom Material her anders. Ja, wie ich schon gerade angeschnitten habe, das Einsatzgebiet des Libralures. Ganz klar passives Angeln, das heißt zum Beispiel von Grund auf treiben oder ich hau euch mal hier einen kleinen Einschnitt rein. Aber die hat vorsichtig genommen, oder? Hast du es gesehen? Ausgespuckt genommen. Ja. Boah, Gummi an der Maracas, ey. Und der geht fast nicht kaputt. Ich habe den hier so ein bisschen mehr als die Hälfte da eingepiekst. Ne? Mhm. Und das Schöne ist eben anders als beim Gummi an der Ultraleitroute. Da haben wir zum Beispiel mit Frank letztes Jahr im Herbst mit der Maracas von oben gefischt und eine Libralure aufgezogen, also die Lava. Und wirklich, und die taumelte dann im Wasser rum und dann hat sich der Lachs da den Köder da geschnappt. Und wirklich die passive Angelei oder auch zum Beispiel mit der Maracas in bestimmten Wassertiefen, genau wie die Powerweight-Angelei, auftreibend der Köder. Und von daher kann man natürlich auch aktiv fischen, finde ich aber ist semi-produktiv. Klar, wenn die Fische richtig garstig sind und wirklich aggressiv auf Köder zuschießen, dann fängt man auch sehr gut mit diesen Ködern. Aber wenn sie sehr passiv sind und wirklich träge teilweise und man sie richtig reizen muss, sind diese Köder meiner Meinung nach wirklich nicht das Richtige, sondern man muss die anderen Köder nehmen. Einsatzgebiet der herkömmlichen Gummiköder. Ganz klar die aktive UL-Angelei. Mittlerweile habe ich auch schon rausgefunden, dass diese Köder, gerade zum Beispiel den längeren, habe ich auch am großen Gewässer an der Spiromontage gefischt. Und wirklich, wenn die Fische relativ weit oben sind, kann man den Köder dann zupfen und wenn sie dann auch noch ein bisschen garstig sind, gehen sie nochmal richtig drauf und knallen sie drauf. Ich bin gerade noch dabei, ich kriege demnächst noch eine neue Form, die man dann so ein bisschen aktiv fischen kann, also mehr vermehrt aktiv, die sich dann auch nochmal dreht. Und von daher ist wirklich am besten die beste Angelei dafür ganz klar mit UL, das heißt mit einer kleinen Tungstenperle, einem Tungstenhaken. Und das Wichtige ist dabei, habe ich mittlerweile festgestellt, schöne Grüße gehen an die beiden Rennerbrüder. Der André hatte mir da erzählt, oder besser gesagt, warum er das in einer bestimmten Art fischt. Das heißt, er will die passiven Fische, das heißt, die meistens eher sehr langsam an den Kantenbereichen oder irgendwo rumschwimmen und nicht aktiv auf Futtersuche sind, sondern eher passiv rumschwimmen. Und die will er halt gerne zum Biss reizen, weil die aktiven Fische, das ist natürlich ganz einfach, die holen sich den Köder sowieso. Aber die passiven Fische, die gerade nicht auf Futtersuche sind, sondern die mal eben vorbeischwimmen, die will er halt damit reizen und da nimmt er ganz kleine Tungstenperlen. Und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, warum. Weil der Köder, der steht halt fast passiv auf der Stelle und man bewegt ihn halt nur. Und dadurch reizt man halt den Fisch zum Anbiss. Und
aktiv würde der, spekuliere ich jetzt so, würde die Forelle, das heißt, wenn man zum Beispiel einen Spoon vorbeiziehen würde, würde die Forelle nicht hinterhergehen. Aber einfach, weil der Gummiköder da vor der Nase so halb rumtanzt, ist sie eher schon eher geneigt, mal einfach zuzupacken. Und von daher ist ganz klar die Einsatzmöglichkeit für diese Köder aktiv. Natürlich kann man sie auch passiv fischen, das heißt von oben einfach runtertreibend, geht auch, die Forellen holen sich die auch weg. Aber wirklich das gute Einsatzgebiet für diese Köder ist aktiv. So, nochmal eine kleine Info. Es gibt mittlerweile ja einige deutsche Hersteller, die damit werben, dass ihr Produkt talatfrei ist und dass da keine Schadstoffe drin sind. Und sowieso müssen Plastisol nach den EU-Richtlinien, sind die talatfrei und schadstofffrei. So, aber beim Gießen benutze ich zum Beispiel auch immer eine Atemschutzmaske. Es ist einfach so, wenn man PVC oder Weichplastik erhitzt, können teils diese Dämpfe entstehen. Die sind dann nicht giftig, ja, aber trotzdem sollte es man verhindern. Und von daher sind wir wirklich alles Plastisol, was in Deutschland gekauft sind, ist dieses talatfrei und ohne Schadstoffe. Das nochmal zur zusätzlichen Info. Ich habe mittlerweile auch schon gesehen, die Forellen, die fressen, nehmen diese Köder teilweise als normale Nahrung wahr. Also die hauen sich so auch die rein, wenn da mal ein paar Stücke irgendwo hängen bleiben. Natürlich manchmal beim Biss reißt so ein Ding ab und dann, oder gerade im Drill passiert doch auch sehr oft, dass die Köder abfallen und die Fische nehmen das wirklich als normale Nahrung wahr. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Das müsste man wirklich wissenschaftlich feststellen, aber das ist wieder eine Studie, die man über Jahre finanzieren müsste. Und einige haben mich auch mittlerweile schon gefragt, kannst du mal zeigen, wie du diese Köder machst? Und momentan bin ich einfach noch ganz klar, nein, mache ich nicht. Also hat mich Zeit und Geld gekostet, das rauszufinden. Auch habe ich Wissen von mir über YouTube weitergegeben, da hat mir eine Person das gezeigt. Und von daher bin ich einfach noch auf dem Stand, zeige ich nicht. Ich kann euch das erklären. Das ist im Prinzip eine milchige Flüssigkeit, die durchsichtig ist. Dann kommt da ein Farbstoff rein, ist in dem Moment flüssig, sind auch Pulverfarbstoffe, die dann aber angemischt werden von dem Hersteller, wo ich die bestelle. Und dann wird das Ganze erhitzt bei ungefähr 170 bis 200 Grad. Und dann drücke ich das in zwei Aluplatten, das heißt, das ist eine Aluform. Und dann drücke ich das in zwei Platten rein, dann kühlt sich das Ganze ab und dann haben wir den fertigen Köder. Und dann kommt der Dip nochmal oben drauf. Man kann den Dip auch in den Köder einarbeiten, aber ich habe einfach festgestellt, der Dip, der eingearbeitet ist, der ist einfach zu scharf, zu extrem. Gerade bei Dips ist es zum Beispiel im Stippbereich so, haben wir sehr viel festgestellt, wenn wir Futter, wenn wir mit Dips arbeiten oder mit Lockstoffen, wenn die zu hoch konzentriert sind, verbrennen die so ein bisschen die Fischmäuler. Und die Fische, ja, die packen die Köder an oder die fressen das Futter und das brennt ihnen im Maul, dann spucken die teilweise den Köder aus. Und genauso ist es auch bei denen hier. Deswegen mache ich meinen Dip dann sozusagen oben drauf in die Dose mit rein und das zieht sich dann so ein bisschen in den Köder mit rein, weil das Material ist dann teils verdichtet, aber trotzdem sind die Poren teils ein bisschen noch offen und von daher legt sich der Duft auf die Köder rauf und der hier, der riecht ganz normal, also nach dem Dip, also meine Hände stinken jetzt gerade fürchterlich, wenn ihr das riechen könntet. Libralure und Sorex hier in der Hand oder nochmal meine Köder. Ist wirklich eine Duftexplosion teilweise am Wasser. Einige fragen sich dann auch immer so ein bisschen, ja, welche Geschmacksrichtung kann man nehmen? Zum Beispiel bei Libralure Käse, ganz klar. Also wirklich, ich habe bisher noch keinen Dip so hochkonzentriert und intensiv erlebt wie Libralure. Da ist, die haben da echt von der Käsemischung, haben die ein echt geiles Ding hingekriegt. Bei Libralure zum Beispiel, den fruchtigen Dip habe ich jetzt noch nicht gerochen, aber Grill und Knoblauch kannst du vergessen. Knoblauch ist einfach zu scharf für die Fische. Das heißt, das Ding funktioniert nicht. Da nehme ich lieber Knoblauchteig. Der funktioniert viel besser als diese Libralure Knoblauch. Und bei den Sorex-Ködern habe ich mittlerweile einfach die fruchtigen. Die finde ich ganz gut. Ich habe jetzt Tutti Frutti, Apfel. Die sind halt nicht so stark, aber die sind halt angenehm. Und von daher, die erfüllen halt den Zweck. Die sollen halt als passiver Köder dienen. Und ich werde auch mal in den nächsten Videos nochmal fischen, die Köder. Ich werde mal versuchen, also mal so einen Vergleich herzustellen.
wie fängt der eine, wie fängt der andere. Und von daher kann ich euch empfehlen, Libra Lure, nehmt da Käse. Funktioniert momentan teilweise auch, aber die fruchtigen Dips, zum Beispiel bei den Sorex-Ködern, funktionieren dann etwas besser. Ich hau euch nochmal einen Link von den Sorex-Ködern unten in der Videobeschreibung rein. Da findet ihr auch zum Beispiel einen Link zu meiner Seite, eBay Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Da kriegt ihr meine normalen Köder und da könnt ihr es einmal nachschauen. Und wie gesagt, als Dips nehme ich zum Beispiel bei meinen Gummiködern mein Bubblegum. Das ist kein reines Bubblegum, das ist ein Gemisch aus Bubblegum und kommt aus einem anderen Bereich. Und da ist es nicht das herkömmliche Bubblegum, was die alle fischen, sondern das hat einen etwas anderen Geruch und ist wirklich eigentlich mein Top-Flavor, womit ich im Winter oder im Sommer auch fische. Funktioniert zu jeder Jahreszeit und ich habe damit wirklich die besten Erfolge gehabt. Manche Tage war es dann aber auch auf Tutti Frutti besser oder Käse oder Knoblauch verwende ich natürlich auch gerne im Winter gerade oder den kälteren Jahreszeiten. Aber Top-Geruch ist bei den normalen Gummiködern mein Bubblegum. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterbringen, damit ihr euer Wissen auch so ein bisschen erweitern könnt, gerade mit diesen Gummiködern, weil es liegt einfach daran, weil ich produziere die mittlerweile selber. Ich wollte halt auch wissen, woraus ist das Material gemacht. Und für mich war auch dann wichtig, wo diese Köder rauskamen. Woraus bestehen die denn? Und ich habe es mittlerweile auch teils hingekriegt, schon schwimmende Gummiköder zu machen. Aber es ist halt einfach so, ein schwimmender Köder, da muss dann ein größerer Köder sein. Das ist eher für die passive Angelei. Und für aktiv ganz klar diese Köder nutzen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, haut mal einfach in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr noch mal irgendwie ein bisschen anderes Wissen als ich. Das ist was ich so rausgefunden habe über die Köder. Und ich habe nicht sehr viel, ich habe meistens auf den deutschen Seiten oder da habe ich mich so ein bisschen begeben, auch teils auf den ausländischen Seiten, weil Englisch ist, verstehe ich auch ganz gut. Und von daher habe ich mich so ein bisschen damit befasst. Und wie immer, liken, kommentieren, ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ach ja, und fast hätte ich es vergessen. Alle, die jetzt einmal einen Daumen da lassen, auf Abonnieren drücken und einen Kommentar hinterlassen, die können nämlich, zwei Personen haben wieder die Chance, ein Gummiköder-Set zu gewinnen. Das heißt, ein kleines Set, nämlich von eigenen Farben. Ich habe mittlerweile auch mehr so eine, habe ich mir überlegt, ich will mal eigene Farben haben. Das heißt, die von außen anders aussehen. Wenn man sie ins Wasser reinwirft, sehen sie noch mal ein bisschen anders aus. Aber der Effekt kommt richtig raus, wenn man die mit UV anleuchtet. Und da habe ich mir jetzt was ausgedacht. Und das wird auch in den nächsten Videos, dauert ein bisschen, aber da kommt ein Video. Ich habe damit Fisch gefangen. Und zwei Personen haben wie immer die Chance, ein kleines Köder-Set zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft so ungefähr 1,5 Wochen und dann werde ich wieder in einem kurzen Video den Gewinner verlosen. Also kommentieren, ganz wichtig, abonnieren und ein Like da lassen und nicht wieder deabonnieren, weil nachher bei der Gewinnspielauslosung will ich nämlich als Beweis das Abo.